Und so wurde ich geboren, in einer regnerischen und stürmischen Nacht in der verbotenen Stunde, etwa 10 Tage vor der Herbsttag- und Nachtgleiche, in welcher Blitze Moridun umheimsuchten und viele Häuser der Stadt Feuer fingen und mehrere Menschen starben. Ich war eine missgeformte, hässliche Ungestalt, eine blutverschmierte, armselige Kreatur, haarig am ganzen Leib. Und die Bräute Christi wollten mich töten, aussetzen in der Wildnis und mein Leben dem Urteil des Herrn überlassen. Doch Placidus fand mich, taufte mich auf den zweiten Namen meines Großvaters, Merlinus, und brachte mich zurück zu meiner Mutter, und befreit von getrocknetem Blut und Haaren schien ich nunmehr ein normales, menschliches Kind zu sein, und getauft wagte keiner der Einsamen mehr Hand an mich zu legen. Ich wuchs auf im Haus des heiligen Petrus, und da die Bräute Christi viele junge Mädchen aufzunehmen pflegten und sich auch um vaterlose Kinder sorgten, schenkte mir niemand besondere Aufmerksamkeit in meinen ersten Tagen, bis ich jedoch früher meine ersten Schritte tat und eher sprach, als es Kinder gewöhnlich tun, und meine Worte und Blicke nicht die eines jungen Kindes zu sein schienen, sondern eher die eines Alten, reich an Jahren glichen. So begann man zu reden, und obgleich Placidus es verbot, wanderte irgendwann das Wort über das unselige, unheimliche Balg aus dem Hause des heiligen Petrus hinaus in die Nachbarschaft, ins Viertel, und letztlich war ich bald in jedermanns Munde in der gesamten Stadt. Placidus, meine Mutter und auch mein Onkel Colonus verteidigten mich mit bester Kraft, doch die frommen Leute Moridunums blickten mit Furcht auf mich und bald auch mit offenem Hass, und es dauerte nicht lange, bis sie den Prätor der Stadt drängten, sich meiner anzunehmen. Der Prätor, der auch der Hofrichter des Königs von Venedotia, einer seiner Verwandten und 12 beratenden Druiden war, war in jener Zeit ein Mann namens Matthius, ein ernster und gewissenhafter Mann, dem nicht daran lag, dem Aberglauben des gemeinen Volkes stattzugeben, und der sich nur widerwillig aufmachte, meine habhaft zu werden und einen Gerichtshof einzuberufen. Als jedoch das Gericht tagte, war die Wut des Pöbels überwältigend, und trotz der leidenschaftlichen Verteidigung, die Diakon Placidus mir zuteil werden ließ, war Matthius bald geneigt, dem Drängen des Volkes um des städtischen Friedens willen stattzugeben. Ich sah in sein Herz und ergriff nun selbst das Wort an den königlichen Richter und beschrieb in dunklen Worten, dass manch ein vaterloses Kind sehr wohl edler und hoher Abstammung sein konnte, und dass Klugheit und Beredtheit nichts Abgöttisches seien, sondern nur diejenigen hoher Geburt vom einfachen Volk unterschieden. Wie sehr Jesus Christus, unser Herr, die Kinder und Reinheit ihrer Seelen gepriesen hatte, und dass bei manchem hohen Herrn in Amt und Ehren seine Abstammung trotz guten Namens durchaus ungewiss sein konnte, und nicht jedes Kind eines bekannten Vaters mit gutem Namen tatsächlich sicher das Kind eben dieses Vaters war. War Matthäus mir bisher nicht persönlich abgeneigt, so verfinsterte sich doch nun seine Miene, und im Herzen beschloss er nun sicher, mich zu verurteilen und dem Willen des Volkes nachzugeben. Er erbot sich eine Pause bis zum Urteilsspruch und zog sich bald zurück, vorgeblich, um über die Gesetzmäßigkeit des Todesurteils über ein Kind zu beraten. Bald jedoch wurde er hinausgerufen, denn ein alter Mann aus seiner Gefolgschaft namens Antrios, ein christlicher Priester, war tot aufgefunden worden, offenbar ertrunken in den dunklen Wasser des Thermesas, jenes großen Flusses, welcher Moridunum teilte. Matthäus, dem Antrios stets ein guter Freund und Lehrmeister gewesen war, war erschüttert und beunruhigt. Und nun geschah es, dass Matthäus alte Mutter Salvina bat, ihren Sohn zu sprechen. Sie trat zu Matthäus heran und gestand ihm unter Tränen, dass der Priester Antrios kein guter Mann gewesen sei und sie einst in ihrer Jugend benutzt und ihr Gewalt angetan habe. Er solle aber nun als erwachsener Mann die Wahrheit erfahren, dass Antrios sein wahrer Vater gewesen war und nach seinem Tod die Lüge, die sie ihrem Sohn stets erzählt habe, aufgedeckt werden müsse. Matthäus trat bald vor die Menge und verurteilte mit scharfen Worten den Aberglauben des Volkes, beschwor den christlichen Glauben und verkündete, dass der König Venedotias niemals ein Herodes sein könne, sondern immer ein frommer Gefolgsmann Christus unseres Herrn. Ich sei lediglich ein außergewöhnlich kluges Kind, an dem jedoch nichts Ungewöhnliches oder gar Teuflisches sei, außer einer vermutlich edlen Abstammung, für die jedoch weder ich noch meine jugendliche Mutter zu verurteilen seien. Vielmehr solle man uns mit Vergebung und Nächstenliebe begegnen, wie es sich für gute Christenmenschen und Treubürger des Königs gehöre, und stellte mich unter den persönlichen Schutz seiner Familie. An jedem Tage durfte ich in Freiheit gehen, und die Menschen ließen mich in Frieden, wenn sie mich auch mieden und nicht mehr offen über mich sprachen. Ich hatte in Matthäus einen mächtigen Verbündeten und Beschützer gefunden, wusste jedoch, dass mein unausgesprochener Handel der war, dass das Wissen um seine wahre Abstammung niemals bekannt werden durfte, worüber unser beider Blicke sich deutlich und wortlos verständigt hatten. Mir jedoch war ebenfalls deutlich bewusst, wessen Macht es war, die Antrios in den Tod getrieben und Salvias Entscheidung, ihr Schweigen zu brechen, gelenkt hatte.